/secret-storage und wir haben den Schlüssel. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Mad City, Leute. Und ja, Leute, das neue Update ist draußen. Es gibt jetzt ein Laserblade und ein Lightning Bike und ein bisschen mehr. Also noch 4 Commands für VIP-Server-Owner und Gameplay-Tweaks. Und ja, das Laserblade kann sogar Schüsse abreflektieren. Secret Easter Egg gibt es auch noch. Und ich bin schon mal gejoint und komischerweise bin ich in der komplett leeren Lobby. Ich bin normal reingejoint, das müsste kein Private-Server sein. Aber ja, Leute, dann gehen wir einfach in Teams Prisoner. Und um das Laserschwert zu bekommen, braucht man einen Kollegen oder eine Kollegin. Und deshalb habe ich mir direkt mal einen Kollegen geschnappt, der uns dann helfen wird. Und ich schreibe mal, eigentlich ist das public. Lol. Also ich will mal gerade nachgucken, ob das hier public ist, weil einfach die Lobby ist einfach komplett... Ja, guck, wir sind nicht auf einem VIP-Server, wir sind in der richtigen Lobby. Gut, er hat eine Rope, ich habe einen Lockpick, das heißt, wir können beide raus, wir können aber auch beide durch selber raus. Aber ich werde einfach mit dem Lockpick hier die Tür aufbrechen und das, dann haben wir es. So Leute, falls ihr keine Mad City oder Jailbreak Updates oder sonstiges verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Jedenfalls, ich spawn uns mal das Plane. Und falls euch dieses Video gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Ja, und ihr könnt beim Discord-Server joinen, um mit mir zu chatten oder zu reden manchmal. Und okay, danke, das startet jetzt. Meine Roblox-Gruppe, da habe ich auch ein bisschen Merch reingepackt. Das könnt ihr euch auch kaufen, falls ihr mich unterstützen wollt. Und ja, das war das, was ich sagen wollte. Gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt warten, bis das Flugzeug spawnt, weil wir müssen ins Flugzeug. Ich schreibe mal, halte Ausschau nach dem Flugzeug. So, jedenfalls, ich zeige euch als allererstes mal, hier ist jetzt jemand gejoint, als allererstes mal zeige ich euch mal das neue Auto, beziehungsweise dieses, ich habe gerade den Namen vergessen, irgendwas mit Volt war es, glaube ich. So, das ist in der Military Base, hier ist es, für 5 Millionen, Lightbike, okay, kein Voltbike, das Lightbike ist das. Ja, sieht ziemlich cool aus, ziemlich cool. Ja, okay. Und das Lichtschwert, dafür braucht man halt einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob man sich das dann jedes Mal anlocken muss oder ob man es dann hat. Ist hier in dieser Kiste drin. Aber man braucht halt einen Schlüssel, um hier die Box aufzumachen. Ja, dann... Ah, da kommt sogar das Flugzeug schon, das große. Das ist doch gut. Das war mein Ziel. Vielleicht können wir dann direkt das Lichtschwert holen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie es genau geht. Aber ungefähr sicher bin ich mir. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie man da reinkommt. Vielleicht einmal reinfliegen. Jo. Ist auch hier drin. Okay, ich hole mal Fuse. Er ist tot. Also wir haben schon mal Fuse, jetzt werde ich das mal inspizieren, in Hoffnung, dass er hier wieder hochkommt. Weil er ist irgendwie gestorben. Auf jeden Fall, hier ist es, da muss man replace broke Fuse und man muss halt die ganzen Fuses da rein machen, sag ich mal. Gut. Wir müssen aber erstmal Fuse suchen, hier ist nur eins. Okay. Okay, wir haben jetzt alles ausgefüllt. Ich habe jetzt 5 Gold ein. Ich push mal diesen Button. Okay. Das ist, irgendwas ist aufgegangen. Das hat man gehört. Irgendwo irgendwas. Hör mal. Irgendwo ist das aufgegangen. Aber hier sehe ich jetzt persönlich nichts. Wir können ja mal nach unten.
Vielleicht ist da ja was aufgegangen. Hier ist ein Brecht ein. Take Crossbow. Ne, brauche ich jetzt nicht. Nein, das Ding piept schon. Ich sehe hier aber jetzt nichts, was aufgegangen ist. Aber man hat es jedenfalls gehört. Ist jetzt dumm, wenn wir das jetzt verkacken. Und das Ding ist explodiert. Das war's dann wieder, Leute. Wir sind da leider drauf gegangen. Ich google mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind wieder im Flugzeug drin, Leute. Das hat jetzt irgendwie 20 Minuten gedauert, bis es wieder gespawnt ist. Aber wir sind wieder drinne. Und mal schauen, ich hab jetzt mal recherchiert. Und zwar muss man irgendwie anscheinend nur zwei Fuse da reinmachen. Und dann öffnet sich da so ein Loch. Ich bin mal auf jeden Fall ziemlich gespannt. Ich tue jetzt hier ein Fuse rein. Und dann in das andere auch nochmal ein Fuse. Oder er macht's. Ich hole trotzdem mal eins. Er hat also auf die Seite auch ein Fuse gepackt. Und jetzt pushen wir mal den Button und jetzt müsste sich eigentlich hier was öffnen und tatsächlich, es hat sich hier was geöffnet. Search Secret Storage und wir haben den Schlüssel, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können raus hier, raus, 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 Leute, wir haben diesen Schlüssel, ihr habt gesehen. Einfach nur ein Fuse in die Mitte und auf der anderen Seite auch eins in die Mitte und den Button drücken, dann öffnet sich da so ein kleines Loch und dann habt ihr den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier rauskommen. Ja. So, raus hier, raus hier, raus hier. Okay, wie kommt man hier raus? Das ist eine sehr gute Frage, wie man hier rauskommt. Ich habe eigentlich gehofft, dass man eigentlich einfach hier.
So, Leute, endlich haben wir den Schlüssel. Das heißt, wir können uns jetzt das Laserschwert holen. Sehr, sehr viel Aufwand eigentlich. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es permanent dann bleibt oder ob man sich dann jedes Mal wieder diesen Schlüssel holen muss. Kann ich euch ja mal in die Kommentare dann anpingen. Also, ich werde euch in den Kommentaren anpinnen, wenn ich nicht vergesse, ob man sich das jedes Mal neu holen muss oder ob man einfach sich einmal das machen muss und dann jedes Mal das Laserschwert wiederholen muss. Ich werde euch das in den Kommentaren auf jeden Fall anpinnen. Naja, komm. Ich spawn jetzt hier. Plane, da kann er auch einsteigen. So, und let's go. Jetzt gerade, Leute, ich bin hyped, ich bin hyped, ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht und sowas. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. So. Dann landen wir hier, zack, ganz gediegen und bam. Und jetzt hier zu dieser Box. Die ist genau da. Schlüssel verwenden. Zack. Und hier haben wir es. Boah, Leute, das sieht doch mal geil aus. Yo. Zack mal. Okay. So, wir müssen einen Screenshot machen. Zack. Das ist cool. Das ist cool. So. Zack, Screenshot getaked. Sieht cool aus. Bam. Ja, und das kann anscheinend auch Kugeln abwehren. Ich schreibe ihm mal, geh mal Team Hero und hol eine Waffe. Das Ding kann Kugeln abwehren. Okay, dann treffen wir uns jetzt beim Hero Point und mal schauen, ob wir dann wirklich Kugeln abwehren können. Aber das Laserschwert sieht ja mal richtig nice aus. Also, wenn man das mal mit dem Schwert von Jailbreak vergleicht, dem Piratenschwert, da haben wir ganz klar den Gewinner. Also für welches Schwert stimmt ihr ab? Das Piratenschwert oder das Laserschwert? Stimmt mal jetzt oben rechts bei mir ab. Welches Schwert findet ihr cooler? Stimmt oben rechts jetzt bei mir ab. Also mein Favorit ist ganz klar das Laserschwert. Aber wir sind auf jeden Fall Sith, weil wir sind ja auch böse und natürlich sind wir dann, also wir sind ja Criminals und natürlich haben wir dann ein rotes Schwert, weil wir sind ja böse Leute und das einfach das Ding hier komplett verprügeln. Zack, zack, zack. Da ist er. Ja, es wäre tatsächlich Kugeln ab. Okay, so nicht, aber schieß. Also man muss sich jedes Mal diesen Key holen, um das Laserschwert zu bekommen. Also ich muss sagen, es ist ziemlich OP. Also es protectet einfach Schüsse. Aber jetzt mal schauen, wie viel Schaden es macht. Machen wir jetzt Schadenstest. Okay, you need the key. Okay. Also man braucht jedes Mal den Key. Das heißt, man muss sich jedes Mal, wenn man neu joint, das Ding holen. So. Oh, 80 Schaden. Yo. Das Ding ist ja mal mega stark. Alter, habt ihr das gesehen? Wenn ihr neben dem Gegner steht, den macht ihr bam, bam und der ist weg. Ihr schlägt zweimal, der ist weg. Und dann noch gegen euch schießt, dann prallen die Kugeln noch vielleicht gegen ihn ab und er tötet sich selber. Das Ding ist ja mal mega overpowered. Das Ding ist ja mal mega overpowered, Leute. Das ist richtig nice, Leute. Auf jeden Fall, die rote Teil der Aufnahme geht jetzt schon 40 Minuten. Ich würde sagen, das ist das neue Laserschwert. Dahin ist es das neue Bike, sage ich mal. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Und falls ihr nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr auch ein Abo da lassen und den Kanal, ja, ein Abo da lassen und den Kanal abonnieren, genau. Und die Glocke aktivieren. Dann würde ich sagen, schreibt mir in Discord, um mit mir in Kontakt zu treten, um mit mir zu schreiben, um mit mir zu reden, wenn ihr wollt. Link in der Beschreibung. Und dann, Leute, dann würde ich sagen, killen wir ihn jetzt nochmal und bam und zack. Das Ding ist einfach viel zu stark. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und ciao.
Leute.